Andrea hat geschrieben, was ist ein Gehirnnebel und wovon kommt er? Okay. Also Englisch, Brain, Fog, gucken, ob wir es hinkriegen. Mal hier einen Text einblenden. Brain, Fog. Also es stand unter dem Beitrag Klarheit. Ihr seht viele verschiedene Ursachen, einfach wild aus dem Internet zusammengesucht. Dann ist die Adresse vom Clouding of Consciousness, ne, Wikipedia-Artikel. Und darunter auch eine wildfremde Beschreibung, was das sein könnte. Aber ihr seht an der Auflistung an Ursachen, dass das nicht leicht zu verorten ist. Es geht von pathologischen Geschichten bis zu einfach fehlender Bewegung, Exercises, Senkigong, Yoga, Tai Chi, Peking Form, Yang Style, Tai Chi Chan. Okay, also unsere physischen Bewegungen. Nutritional Deficiencies, also Essen, selber über seine eigene Diät Gedanken machen, zu wenig trinken, Infektion, Vitamin B12-Mangel, wenn man zum Beispiel Vegetarier ist, ist das nicht unüblich, muss man wirklich was machen. Multiple Sklerosis und so, Depressionen, Chemotherapie, also das sind wirklich Themen, die gehen von dem Psychotherapeuten über euren Arzt bis zu dem, was wir machen. Ich habe da noch einen Artikel, also klar, der verlinkte englische Wikipedia-Artikel Clouding of Consciousness, gucken. Ja, genau. Wenn ich dran denke, verlinke ich den. Und ist mir eingefallen, anstatt dieses, na Modewort ist das nicht, dieses Brain Fog gibt es schon länger, Benommenheit. Ja, also was ist das? Benommenheit, das müsste nachvollziehbar sein. Also die Ursachen sind gleich. Ich weiß nicht, ob Brain Fog, also Gehirnnebel und Benommenheit synonym sind, also das Gleiche bedeuten. Auf jeden Fall sind die sehr ähnlich und Brain Fog wird bestimmt unter den Begriff Benommenheit fallen. Ne? Noch eine Erklärung, wenn man aufwacht, ist man meistens nicht von 0 auf 100 da. Ja? Also für Leute, die sowas nicht nachvollziehen können, dass es sowas gibt, Benommenheit. Ja? Also es gibt sicherlich auch bei euch, die den ganzen Tag immer voll klar seid, diese Benommenheit nach dem Aufwachen, sicherlich. Und natürlich mit Alkohol und ähnlichen Geschichten gibt es auch Benommenheit. Das gehört alles mit dazu. Die Benommenheit oder den Gehirnnebel, den ich in Klarheit meinte, ist auch besser jetzt in unserem Zusammenhang, wenn es um stilles Sitzen geht und die Erkenntnis daraus, dass man diesen Gehirnnebel quasi als Standard zum Beispiel nimmt, wenn man das ja schon sehr lange hat. Ja? Also dass man sich gar, dass das normal ist für einen. Ja? Das ist, dass man halt manchmal nicht so richtig funktioniert. Und dann durch die Meditation festzustellen, das muss gar nicht sein.
Ich bin beim Sitzen, habe ich manchmal sehr klare Momente und dann geht einem langsam auf durch diese Erfahrung im stillen Sitzen, dass das tagsüber, wenn man dann so einen Gehirnnebel hat, nicht sein muss, dass man das sich abgewöhnen kann und dann sich mit den Ursachen zu beschäftigen, mit den Fachleuten, wenn das sein muss. Ne? Das kann ja, wie gesagt, eine körperliche oder eine geistige oder beides zusammen Ursache haben, die man selber nicht so locker schafft zu überwinden. Aber zu wenig Schlaf zum Beispiel, also wirklich Ernährung, zu wenig Schlaf können dazu beitragen. Und als Ergebnis aus der eigenen Meditation wirklich zu sehen, ah, das muss nicht so sein. Ich werde da mich umgewöhnen. Ich werde etwas unternehmen im realen Leben. Und dann hat es Auswirkungen im realen Leben. Also bei mir war es so, dass ich selber auch dann diesen Nebel quasi abtrainieren musste. Das war nicht so schlimm, aber dieses Biotief um 15 Uhr zum Beispiel, ne? Oder wenn man halt wirklich am Nachmittag nicht mehr so leistungsfähig ist, man kann sich das umgewöhnen. Ne? Zum Beispiel mehr atmen, das haben wir eben gemacht, ne? Atemübung. Dass man merkt, mein Atem wird immer flacher und dann nimmt natürlich die Sauerstoffkonzentration ab. Und wenn man dann sich daran erinnert, wieder vollständig zu atmen, kriegt man wieder einen Schub und wird wieder wach. Ne? Klar. Das war eigentlich die Sache mit der Klarheit. Ich überlege, ist das vollständig? Kann nicht vollständig sein. Aber ihr wisst ungefähr, was damit gemeint ist. Und dass es eben von trivial ist es nicht, zu Stress und so weiter. Bis zu wirklich Sachen für Fachleute als Grundlage haben kann. Deswegen ist das schon wichtig. Ne? Mir ging es wirklich darum, um die Selbsterkenntnis. Ne? Haben wir auch schon in der Meditation, dass das Auswirkungen wirklich für das ganze Leben hat, dass es sowas aufdecken kann, wo man vorher gedacht hat, das wäre normal. Das haben alle. Ne? Dass das eben nicht normal sein muss und dass man was dagegen unternehmen kann, das war mir wichtig. Um das in die andere Richtung aufzuweiten. Ich kenne das selber nur vom Autofahren. Wenn man sehr lange Auto fährt, dann gewöhnt man sich an, in so einer Art Autofahrklarheit zu sein, dass man wirklich auf diese Gegebenheiten des Autoverkehrs immer achtet, obwohl man eigentlich schon müde ist. Und das gibt es als Grundzustand für manche Menschen auch. Also, dass die, ich nenne das mal, ignorant sind und das als normal halten. Ne, für normal halten. Das ist in unserem freundlich, aufmerksam und gelassen. Ne, da fehlt es zum Teil an Gelassenheit. Da fehlt es aber definitiv an der Freundlichkeit. Ja, die ist dann unbekannt. Man wird so robotartig. Ja, warum sind Busfahrer immer so grantig? Das ist ein ziemlich fordernder Job, obwohl er eben sehr einspurig ist. Also das ist interessant. Solche Bewusstseinszustände, sage ich mal, gar nicht irgendwelche abstrusen, sondern diese alltäglichen Bewusstseinszustände bei sich selber zu hinterfragen. Das war es jetzt aber. Die erste, besser gesagt, FAQ 04, nächstes Mal 05.